Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Device Bend, mit dem man Noten von einer definierten Tonhöhe zur Originaltonhöhe, die man gerade anschlägt, gleiten lassen kann oder gleiten lassen kann. Wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt. Legen wir einfach mal los. So, hier unten ist das Device Bend und mit F1 gehe ich jetzt gerade mal in die Hilfe. Dann sieht man das auch nochmal wesentlich schöner und größer. Und hier oben steht dann gleich, zieht einzelne Noten auf die gespielte Tonhöhe. Und ich habe jetzt einfach mal minus 7 Semitones eingestellt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein G spiele, dann hört sich das so an. Das heißt, der Ton geht 7 Semitöne unterhalb G los und zieht sich dann nach oben. Und dieses nach oben ziehen in diesem Fall, es geht auch natürlich nach unten, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 7 plus eingebe und jetzt ein G drücke, geht der Ton von oben nach unten. Ich habe mich aber für minus 7 entschieden. So, und damit ist schon der erste Regler am Start, nämlich den Startpunkt, von wo aus ich den Pitch starten lassen will. Das heißt, hier steht auch wieder ein Offset-Wert, das heißt vom Originalton entweder Minus oder Plus. Und das können 48 Semitöne Minus oder 48 Semitöne Plus sein, was ich einstellen kann, was dann auf den Originalton zurück bendet in dem Falle. Hier unten drunter ist eine Linie, die ich hier verschieben kann nach konvex oder nach konkav. Und je nachdem verhält sich dann auch der Ton, dass er zuerst schnell in dem Fall nach oben geht und dann immer langsamer wird oder dass er erst relativ langsam zieht und nach oben geht. Ich mache das jetzt gerade mal. Jetzt geht er erst langsam und dann schnell. Jetzt geht er erst schnell und dann immer langsamer. Das hört man relativ schlecht. Ich mache jetzt mal so richtig extrem. Ist das noch ein bisschen zu viel? So, und das heißt, hier kann ich einfach nennen wir es mal die Dynamik, wie sich dieser Tongleit verhält, ändern. So, weiter unten steht die Time, die Zeit, und da ist jetzt eine Note, eine 16. eingemalt und die ist auch aktiviert. Wenn ich die deaktiviere, dann wechselt unten drunter das Feld auf Millisekunden. Das heißt, hier kann ich sagen, okay, dieser Gleit, der soll 6 Sechzehntel dauern. Oder soll innerhalb von 2 Sechzehnteln passieren. Dann geht das alles relativ schneller. Mache ich irgendwie 10 Sechzehntel, geht das relativ langsam. Machen wir wieder auf 4 Sechzehntel. So. Das heißt, wenn ich hier auf Noten stelle, kann ich es auch getaktet mit den oder synchronisiert mit den Noten machen. Darunter habe ich dann noch einen Offset. Das heißt, hier kann ich dann nochmal so ein bisschen verschieben, ob es nicht 4 Sechzehntel sind, sondern 3,5 Sechzehntel oder 3 1/3 Sechzehntel und natürlich auch in die andere Richtung 4,5 Sechzehntel, 4 1/3 Sechzehntel, 4 2/3 Sechzehntel oder wie viel Drittel auch immer. Auf jeden Fall, hier kann ich es nochmal insgesamt um plus oder minus 33% verschieben. So, und wie schon gezeigt, wenn ich hier oben die Note wegklicke, dann kann ich dir das unabhängig vom Rhythmus und vom Tempo, kann ich das hier in Millisekunden einstellen. So, und dann gibt es noch Inspektor-Parameter. Und diese Inspektor-Parameter kann ich noch ein Pre-Delay, also bevor der Ton gezogen wird, kann ich den nochmal verzögern. Hier zum Beispiel Standardwert auf 350 Millisekunden. Ich natürlich bis wie hoch? 2 Sekunden. Dann
dann dauert das 2 Sekunden. So. Und ich kann hier auch wieder die Note einstellen. Dann sehe ich hier, wie sie es wieder auf 16. wechselt. Und nun kann ich dieses Pre-Delay per 16. Noten verzögern. Nochmal 7/16. Und dann erst geht hier das Device los. Und hier habe ich dann auch noch mal einen zusätzlichen Offset für das Delay. Das kann ich auch wieder um -33% sowie +33% verschieben. Das ist schon das gesamte Device. Ich hatte allerdings so ein bisschen das Problem, weil ich nicht weiß, wann ich so ein Device einsetzen wollen würde. Wenn normalerweise einfach so mein Problem und bitte schreibt mir in die Kommentare, was es denn da für schöne Anwendungszwecke gibt, weil ich bin dann nicht wirklich so für mich persönlich fündig geworden, aber vielleicht bin ich ja auch in der falschen Musikrichtung unterwegs, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ton anfangen wollen würde mit so einem Band, dann mache ich normalerweise eher hier so einen sowas in der Richtung. Normalerweise. Achso, ich habe jetzt hier den Band eingestellt. Den muss ich natürlich rausnehmen. Zum Beispiel, wenn ich es jetzt natürlich noch auf den gleichen Ton machen würde, hätte das bestimmt Vorteile. So, das ist das G und ich glaube, das war jetzt 7 Semitöne. Vielleicht von ganz von vorne. Dann hätte ich halt das. Weil ich könnte mir jetzt persönlich nicht so wirklich richtig vorstellen, vielleicht bin ich da einfach etwas zu fantasielos, dass ich jetzt die ganze Zeit hier spiele und irgendwie geht gerade der Band hier nicht. Nee, ich habe zu viel Pre-Delay drin. Machen wir das Pre-Delay mit. Alle meine Entchen, hört sich ein bisschen schräg an da drauf. Also wie gesagt, mir war so ein bisschen unklar, was ich mit dem Device so wirklich richtig machen könnte. Weil beim Spielen nehme ich auch das Pitchbandrad dafür normalerweise. Wenn ich das einzeichne, die Micro, nicht Microtunes, die Micropitches hier zum Beispiel. Und da war mir jetzt nicht so ganz so klar, okay, warum jetzt ein zusätzliches Device? Es macht zwar beim Spielen einiges einfacher, aber das Device hätte ich persönlich auch mit einem Four-Stage lösen können, was ich hier auch gemacht habe. Ich drücke hier wieder ein G. Habe hier einfach nur den Pitch hier 7 Semitones nach unten gepackt und fang dann einfach hier oben an und der Ton läuft dann aus. Hätte im Prinzip denselben Effekt. Wenn ich ein Pre-Delay haben will, kann ich das Ganze nochmal so umdrehen. Hab dann mein Pre-Delay drin. Vielleicht sogar noch mehr auf einem Display oder so. Also, aber ich würde vermutlich dennoch nicht, so, ich weiß nicht, keine Ahnung, so ein Instrument spielen. Und was ich mir noch überlegt habe, okay, eine ganz coole Geschichte wäre, wenn man das natürlich dann auch macht, aber zusätzlich dann noch mit einem Release, sodass der Ton erst, was war das, hochgeht und dann auch wieder runtergeht. Ich mache mal hinten das Reverb aus. So, das heißt, geht er wieder runter. Und wenn ich den ADSR, den ich hier dafür genommen habe, ich habe jetzt keinen Four-Stage genommen, weil das ja hinten wieder hoch soll, und zwar erst dann, wenn ich die Note loslasse, habe ich noch das Poly ausgemacht und so könnte ich jetzt einfach, solange ich Legato spiele, geht der Ton nicht wieder hoch.
Da könnte ich mir das schon wieder vorstellen, weil ich das da auch direkt mit den Tasten kontrollieren kann, wann ein Ton dann wieder runter oder hoch geht. So, gäbe für mich mehr Sinn, als wenn ich jetzt hier also findet man sicherlich eine Situation, wo man das benutzen kann, aber mir fehlt irgendwie völlig die Fantasie, warum ich das Device so in einem Kanalzug dauerhaft anlassen sollte. Bitte schreibt mir, ich bin hier wirklich komplett lost. Ich finde das zwar irgendwie total schön, diese ganze Funktionalität, aber ich habe Schwierigkeiten, das irgendwo einzusetzen und ich würde mich echt freuen, wenn ihr einfach so ein paar Vorschläge macht, wie man das in einem ganzen Track unterbringen kann. Vielleicht nicht die ganze Zeit, aber schon mehr als ein, zwei, drei Mal, sodass jetzt nicht nur eine Spur für vier Auftakttöne da ist, sondern ob das irgendwie mehr Sinn macht. Wäre super, wenn ich da von euch hören würde. Das war's zu dem Thema und ich hoffe, von euch zu hören. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.